Ja, willkommen zurück bei Videogems zu einem kleinen, schnellen Let's Play, auf das ich spontan Bock hatte. Und zwar spiele ich heute Mega Man The Power Battle. Mega Man The Power Battle ist, naja, ihr kennt ja vielleicht die Bosskämpfer aus Mega Man und im Prinzip ist das genau das. und nicht viel anderes. Es ist ein Spielhallenspiel, es erschien Ende 95. Ich überlege gerade, was da das neueste Mega Man war. Jetzt mal abgesehen von der Mega Man X-Reihe. Wann kam denn Mega Man 8? Ich glaube, das kam später. Ich glaube, Mega Man 7 war da das neueste, aber ich kann mich irren. Ist auch egal. Es gab eine Umsetzung viel später fürs Neo Geo Pocket Color. Das ist allerdings schon ein bisschen anders, das Spiel. Also hier sieht man ja, ich meine, seht euch das hier an, das Spiel, ja, das ist quasi 2D 32-Bit Deluxe. Also es sieht fantastisch aus, das Spiel. Und die Neo Geo Pocket-Version sieht quasi aus wie ein 8-Bit-Mega Man, was ja auch seinen Charme hat. Also ich finde das eigentlich ganz cool, dass die diesen Weg gegangen sind. Die erste richtige, naja, nicht Umsetzung, ich glaube, das ist auch nur eine Emulation, aber egal, war dann in der Mega Man Anniversary Collection für PlayStation 2 und Xbox. Quatsch, PlayStation 2 und GameCube, so. Für Xbox gab es die gar nicht. Die musste man allerdings erst freispielen, das Spiel hier. Genau, die musste man in der Collection freispielen. Ich spiele ja allerdings die Capcom Arcade Stadium 2 ist das, glaube ich. Da kann man sich das Spiel kaufen und auch den Nachfolger Mega Man The Power Fighters. Nochmal, das hier ist Mega Man The Power Battle und das andere ist Mega Man 2 The Power Fighters. Ist im Grunde sehr ähnlich, sind auch Bosskämpfe, Mega Man Bosskämpfe und der zweite Teil auch. Aber ich glaube, da kann man mehr Routen wählen und ich glaube, es gibt sogar mehr Figuren. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe den Teil nie so oft gespielt. So, ich werfe mal ein paar Credits ein. Mega Man The Power Battle. So, wir können jetzt wählen Mega Man, Proto Man und Bass. Ich nehme Mega Man. Und dann kann man hier eine Route wählen. Mega Man, also da gibt es Bosse aus Mega Man 1 bis 2, Mega Man 3 bis 6 oder Mega Man 7. Ich will 1 bis 2 aus Nostalgiegründen. Man kann das Level hier nicht direkt wählen. Der Cursor, der geht halt wie bei Glücksrad. Im Uhrzeigersinn habt ihr gerade gesehen, man muss mit dem richtigen Timing, muss man halt Stopp drücken. Nun ja, und dann gibt es hier Bosskampf gegen Gutsman. Wir können rutschen. Wir können den Schuss aufladen. Und im Grunde war es das. Wir können dann natürlich, wenn wir Waffen haben, können wir halt zur Waffe wechseln. Oh, sogar ein Perfekt. Das Spiel lässt sich relativ einfach mit einem oder zwei Leben durchspielen. Der Endboss ist ein bisschen knackig, sind drei Phasen und die letzte Phase ist auf Zeit. Und wenn man es nicht schafft, den Endboss auf Zeit zu besiegen, ich meine, hat man das Spiel auch durchgespielt, dann gibt es auch ein Ending. Aber der Boss entkommt halt. Ist aber nicht so wild. Also ich zähle das trotzdem als durchgespielt. So, jetzt haben wir den Superarm. Dagegen sind alle so ein bisschen allergisch, deswegen habe ich den als erstes gemacht, den Boss. Jetzt mache ich Iceman. Ich meine sowieso, der Mega Blaster, also die Standardwaffe, Mega Buster, so, ist relativ stark. Und ihr seht, warum ich hier den Superarm abwerfe. Jeder Boss oder fast jeder Boss reagiert so darauf. Also selbst wenn sie nicht allergisch sind hier gegen die Steinschmeißerei, die werden immer unterbrochen. Deswegen ist es immer gut, erstmal die Waffe hier zu verwenden. Und ja, das waren jetzt zwei Bosse aus Mega Man 1. Und als nächstes schnapp ich mir mal Fireman. Scheiße, wo war der noch? Ach, fuck. Jetzt habe ich Crushman, ne? Nee, Quatsch, jetzt habe ich doch Heatman. Ja, genau, den wollte ich. Fireman, Quatsch, Heatman, ja. Genau, den wollte ich. Also ihr seht, ich ziehe relativ viel ab.
aber er wird nicht unterbrochen. Das ist lustig. Also er ist gegen die Waffe allergisch, gegen diese, wie hieß das, habe ich vergessen, Iceblade oder so. Er kriegt sehr viel Energie abgezogen, aber er wird nicht unterbrochen. Wenn ich jetzt erstmal mit dem Superarm, mit dem Stein, beziehungsweise dem Felsen auf ihn geschossen hätte, dann wäre er auch unterbrochen worden. Also was in einem regulären Mega Man 2 quasi die Metal Man Waffe ist, die Metal Blades. So, ich glaube, das war der nächste. Nein! Das ist Crush Man. Ah, für den brauche ich den Cutter, glaube ich. Von Cutman, na egal. Dann machen wir erstmal hier. Seht ihr, er wird trotzdem unterbrochen. Auch wenn er nicht allergisch ist. Jetzt habe ich ihm über die Hälfte abgezogen. Hui! Oh, warum? Komm, das wird doch gelacht. So. Also ihr seht schon, also dafür, dass es nur die Bosskämpfe sind, ist es auch relativ leicht. Ihr kennt die normalen Mega Man-Bosse wahrscheinlich. Meine Zielgruppe ist ja ab 30 aufwärts. Ihr kennt Mega Man. Und da sind Bosskämpfe schon nicht easy. Aber hier, das Spiel besteht nur aus Bosskämpfen und die sind alle relativ leicht. Crash Bomb, wofür brauche ich die denn nochmal? Ah, da muss ich ach, hab ich auch nicht, ich Idiot. Da muss ich nämlich Woodmans Waffe verwenden eigentlich. Ja, es bringt hier überhaupt nichts, was ich hier gerade veranstalte. Aber ihr seht, es ist trotzdem relativ einfach. Also ich habe sehr viel Lebensenergie. Ach, auf die Eier. Ich ziehe halt nicht viel ab, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wie man so schön sagt. Warum mache ich mir das eigentlich schwer? So. Ja, er hat längere Invincibility Frames. So. Man behält übrigens die Lebensenergie, also den nächsten Kampf starte ich auch mit halber Energie. Aber ey, die Hälfte des Spiels ist geschafft. Weit über die Hälfte ist geschafft. Bleibt nur noch ein Robot Master, Woodman. Jetzt muss ich Atomic Fire benutzen, aber die Waffe ist super unpraktisch. Da seht ihr, der Arc, in der die Waffe abgefeuert wird, ist richtig schön unpraktisch. Da versuche ich es doch mal. Ach, scheiße. Ah, die ganze schöne Ladung voll daneben. Okay, es kann sehr gut sein, dass ich jetzt hier gleich erstmal ein Leben verliere, beziehungsweise ein Continue. Okay, gerettet. Bis zum ersten Wily-Boss. Jetzt kommt nämlich der berühmte Yellow Devil, der hier nicht ansatzweise so schwer ist wie beispielsweise bei Mega Man 1. Trink gerade einen schönen Cold Brew Kaffee. Aber es kann dennoch sein, dass er mich schafft, weil er macht viel Schaden. So, und wir brauchen jetzt wieder den Rock. Beste Waffe im Spiel, ich sag's euch.
Ah. Okay, jetzt wird's schwierig. Da muss man im richtigen Timing drunter durchrollen und dann wird das auch was. So, ersten Credit verloren. Ah. Ja, genau so. Also man kann die Route wirklich relativ gut lernen. Und dann wirklich, also das Spiel mit einem CC durchzuspielen, jedenfalls diese erste Route hier, ist wirklich nicht so das Problem. So, jetzt kommt der erwähnte Wily-Boss, 3 Stufen. Er ist gegen Cutman allergisch. Allerdings will ich mir die aufsparen. Für die letzte Phase. Ich tank den jetzt einfach hier. Ah, vielleicht verliere ich 2 Leben. Ja. Beim Probespiel eben. Ach, Scheiße. Die falsche Waffe. Also Probespiel eben war echt nicht so das Problem. Oh, das war's. Okay, krass. 2 Continues. Das Probespiel eben, da habe ich ein Leben verbraten. Das war's. So, jetzt wird's problematisch. Aber geschafft. Seht ihr, deswegen habe ich mir den Cutter aufgehoben, denn die letzte Phase einfach nur mit dem Buster oder irgendeine andere Waffe ist wirklich problematisch, weil man ihn schlecht trifft. Er wechselt halt ständig die Seite, man hat nur 9 Sekunden Zeit und guck mal, ich habe keine Energie verloren. Also ich hätte es auch mit einem Leben, mit einem Credit eher gesagt, schaffen können, aber ich habe mich eben richtig dumm angestellt. Aber wenn man ein bisschen trainiert, wie ich gerade gesagt habe, man schafft das echt mit einem Credit, also einem sogenannten 1cc, kein großes Problem. Manche mögen jetzt sagen, wo steckt der Sinn da drin? Das Spiel besteht nur aus den bekannten Mega Man Bosskämpfen, die man auch kennt, also kein Boss hier ist irgendwie neu. Und die Bosskämpfe sind nicht mal schwierig. Und man hat auch nicht sonderlich irgendwie neue Moves oder sowas. Also, wo steckt der Sinn in diesem Spiel? Ich habe keine Ahnung. Aber es macht Spaß. Es ist vielleicht für die Leute, die Mega Man potenziell gut finden, aber denen das zu schwer ist. Aber selbst da würde ich sagen, gut, es gibt wahrscheinlich viele Leute, die fahren auf die Mega Man Bosskämpfe ab. Aber das sind da eher Hardcore-Spieler und bei denen würde ich sagen, ja, die wollen die Bosskämpfe ja schwer, aber die sind hier nicht schwer. Und ich glaube, Casuals, ich sag das jetzt mal ganz böse, Casual-Spieler, die den Mega Man zu schwer ist, die wollen, glaube ich, also die mögen, glaube ich, eher die Plattformer-Levels, also die normalen Levels, aber die gibt's ja hier nicht. Also schwer zu sagen, für wen dieses Spiel ist, davon abgesehen, dass es großartig aussieht. Ich liebe den Stil des Spiels. Fantastisch, wirklich. In Pixel muah, gegossen, dieses Spiel. Und man kann es, wie gesagt, die erste Route sehr schnell durchspielen. Ich zeige euch gleich auch nochmal die zweite Route kurz. Die dritte nicht, die Mega Man 7 Route, die sparen wir uns. Weil, wie viel haben wir jetzt auf der Uhr? Guckt mal. Keine 15 Minuten, ne? Also,
Man muss aber sagen, das Spiel war erfolgreich, denn wie gesagt, es gibt einen zweiten Teil. Also es muss doch eine Zielgruppe dafür gegeben haben. Und ich finde es ja auch gut. So, machen wir nochmal einen Credit. Ich kann euch ja mal... wen finden die Leute cooler? Protoman oder Bass? Ich finde Protoman cooler. Wir nehmen Protoman. Dann zeige ich euch mal die zweite Route. Ich meine, ist auch schon ein bisschen blöd, ne? In der ersten Route Mega Man 1 und 2. Also, da hat man aus Mega Man 1 und 2 8 Bosse. Und jetzt muss man hier aus 3, 4, 5, 6, aus 4 verschiedenen Spielen, hat man sich jetzt hier Bosse gekrallt. Wer ist das? Plant Man, den kenne ich schon gar nicht. Ist der aus Mega Man 6? So, Proto Man hat im Prinzip fast... Oh, Alter. Fast die gleichen Dinger. Er dasht halt ein bisschen anders. Ihr seht, der hat so einen... Der rutscht nicht, der hat so einen richtigen Dash. Er schießt nur... zwei ab mit dem normalen Buster. Dafür ist der aufgeladene Buster relativ stark. Aber die Unterschiede sind, ich will mal sagen, wirklich marginal. Ich glaube, bei Bass hat ein Air Dash und der Buster ist auch nochmal komplett anders. Aber es hält sich wirklich in Grenzen. Ob man jetzt Mega Man nimmt, Proto Man oder Bass. Bass Bass, wie spricht man denn aus? Bass. So, Bass, Musikinstrument. Die Musik ist auch super geil. Oder sollte ich sagen, mega. Napalm Man. Ich glaube, der ist aus Mega Man 5. Jetzt habe ich hier dieses nutzlose Pflanzenschild. Das zählt hier übrigens jetzt nicht als Let's Play, ja? Also das Spiel hier, das habe ich nicht geübt. Das zeige ich euch einfach nur so. Ach, da muss man erst den Dash machen. Na gut, Freunde, ja, das ist Mega Man The Power Battle. Wenn ihr Bock habt, zeige ich euch auch noch gerne den zweiten Teil. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr zu Mega Man steht, ob ihr das Spiel hier kennt, ob ihr Interesse an einem Let's Play habt für den zweiten Teil. Und dann verabschiede ich mich und sage, wir lesen, schreiben und hören uns das nächste Mal. Bis dann.